Herzlich willkommen zurück hier bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen und mit meinem Bruder Henning betreiben wir diesen Kanal. Der Worst Case bei Wirecard ist eingetreten. Und das sage ich nicht einfach aus irgendeinem Gefühl heraus, sondern wir haben am Sonntag eine Checkliste vorgebracht, die es zu checken gilt, um zu sehen, ganz objektiv, haben wir den Worst Case oder ist Wirecard entlastet worden? Dazu mehr in diesem Video, aber kurz noch unser neuer Trailer. Und ganz herzlichen Dank an Christian aus München, der diesen Trailer für uns gebaut hat, ohne dass wir was gesagt haben. Er hat sich einfach hingesetzt und hat uns diesen Trailer zugeschickt. Fand ich richtig, richtig klasse. Und hier geht es auch nochmal darum, Danke zu sagen an die vielen, vielen Personen, insbesondere aus dem Finanzbereich, die uns aus China, aus Indien, aus Europa, aus verschiedenen Ländern Informationen geben. Deswegen lagen wir ja auch bei Coronavirus 2 Monate vor der deutschen Öffentlichkeit, aber jetzt auch bei Wirecard. Und ich sehe gerade, der erste Dislike-Button wurde geklickt, wahrscheinlich von Wirecard oder von jemand, der es einfach nicht wahrhaben lassen will. Aber ganz, ganz herzlichen Dank an eure tollen Kommentare und vielen Dank auch an die vielen Likes und Views. Jetzt gehen wir mal durch. Also, die Checkliste war: Bericht kommt am Montag raus. Nein, gab es nicht, sondern erst am Dienstag. Zweitens, wird vollständig und direkt veröffentlicht. Nein, gab es nicht, sondern nur eine Meldung von Wirecard. Der dritte Punkt, Adequate Disclosure. Nein, hier wird ja auch schon von Wirecard gesagt, es gab kein Adequate Disclosure, insbesondere von Third Parties, aber das ist ja genau das Wichtige gewesen, das hatten wir ja angesprochen. IFRS consistently applied, können wir noch nichts zu sagen. 2017, 18 Annual Reports comply with relevant requirements and regulations. Nein, so scheint es KPMG nicht zu sagen, sondern sie sagen eher, können wir nichts zu sagen, weil wir nicht genug Informationen haben. Third-Party Transactions comply with relevant requirements and regulations. Auch hier wiederum wird KPMG sagen, nein, können wir nicht so sagen. Reasonable Assurance free of any misstatements. Wiederum wird KPMG abschreiten, weil sie nicht genug Daten haben. Und der letzte Punkt, Alarm, wird hier zumindest von Wirecard nicht genannt. Also, ein kompletter Worst Case ist eingetreten. Wie so oft an der Börse kann man unterschiedliche Meinungen haben. Und unsere Meinung ist sehr klar und sehr objektiv, auch vor dem Report formuliert worden. Und jetzt bin ich natürlich auf euch gespannt. Wie steht ihr zu der Sache? Ich denke, die Aktienkultur in Deutschland wird massiven Schaden nehmen. Und ich glaube auch, es wird einen gewissen Druck auf die Deutsche Bank kommen, dadurch, dass DWS und die Deutsche Bank auch sehr nah an Wirecard dran sind. Ein anderer Punkt, den wir noch diskutieren müssen, ist, wie es jetzt weitergeht. Die Staatsanwaltschaft München und auch die BaFin ist bisher sehr, sehr hart gegen Shortseller und gegen Personen vorgegangen, die versucht haben, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir tun uns natürlich jetzt hier keinen Gefallen, wenn wir weiterhin sehr kritisch die ganze Sache betrachten, aber ähnlich wie das bei der Coronavirus-Krise der Fall war, als die deutschen Medien eben es komplett abgetan haben, müssen wir hier Stellung beziehen. Ich bin auf den endgültigen Bericht gespannt, aber gehen wir jetzt nochmal in die vorläufige Veröffentlichung von Wirecard rein. Schauen wir uns jetzt aber den Bericht auf den Investor Relations Webseiten der Wirecard an. Und dabei werden 2 Sachen genannt und 1 Sache nicht genannt. Die Sache, die immer wieder benannt wird, ist, dass es keine Beweise für falsche Transaktionen oder dafür gibt, dass die Wirecard Management etwas mit der indischen Firma zu tun hat, die übernommen wurde. Der 2. Punkt, der immer wieder genannt wird, ist, dass KPMG nicht genügend Informationen hatte, um sich hier eine Meinung zu bilden. Das haben wir schon vorher so angedeutet, das haben wir ja schon gesagt aus unseren Quellen. Und hier nochmal zusätzlich dazu, wir wissen aus Indien, dass diese indische Firma kaum am Markt aktiv ist. Also auch hier nochmal ein ganz großes Fragezeichen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unser breites Netzwerk, denn dieser Kanal lebt davon, dass man hier ein tiefes Netzwerk im Finanzbereich hat und davon dann profitieren kann. Der 3. Punkt, der hier nicht genannt wird, ist, dass KPMG ganz klar die Vorwürfe ausräumt und eine ganz klare Opinion formt, dass die alten Audit Reports und vor allem die Third-Party-Transactions so alle korrekt waren, sondern das Gegenteil ist der Fall. KPMG spricht davon, man kann eben in verschiedenen Ländern es nicht genug verfolgen und man kommt hier nicht an die Daten ran. Hier ist es ganz wichtig zu sehen und nochmal zu überlegen, wie letztendlich
Audit Reports Ablauf größere Kreditverträge eingeht, steht häufig da, dass Informationen dieser Kreditverträge an Dritte, insbesondere Auditors, weitergegeben werden können und dass diese auch die Kreditnehmer stichprobenweise anfragen können. Wenn diese Kreditnehmer, normalerweise ist es so, also bei uns war es so, dass dann Ernst & Young hatte uns damals testiert und dann bei mir angefragt, hier, wir haben das an diese Kreditnehmer von euch bzw. Leasingnehmer rausgeschickt. Von den 8 haben wir Antworten bekommen, von 2 haben wir noch nicht Antworten bekommen. Könntet ihr bitte nochmal helfen, da einen Kontakt herzustellen? Das haben wir dann getan und so könnte Ernst & Young dann natürlich auch durch Interviews die Rückmeldungen haben, dass die Kunden bestätigen, ja, diese Verträge liegen vor und diese Geldflüsse sind geflossen und es gibt auch diese Maschinen und so weiter. Das ist ganz normales Usus in dem Bereich. Natürlich kann nicht alle Transaktionen betrachtet werden, aber stichprobenweise wird das gemacht. Wenn sich jetzt Third-Party-Provider dagegen wehren und insbesondere hier geht es um eine Firma, die eine Banklizenz hat, dann ist das ein wirklich relativ einmaliger Vorgang, der sehr, sehr kritisch zu sehen ist. Wir haben ja vorher schon gezeigt, dass wir durch unsere vielen Interviews mit Personen im Payment-Solution-Bereich fast niemand gefunden haben, der gesagt hat, ja, ich habe schon mit Wirecard gearbeitet. Wir haben in unseren Interviews mit vielen Leuten gesprochen, die Online-Businesses aufbauen und wiederum war ganz klar, nein, Wirecard spielt kaum eine Rolle, außer bei Sachen wie Supplements oder Glücksspiel und fast keiner hat wirklich hier Erfahrungen mit Wirecard als Businesspartner. Obwohl das alles Leute sind aus dem Bereich. Wir haben uns sehr, sehr viele Jahresberichte angesehen und hier wird auch wiederum Wirecard fast nie als Konkurrent genannt. Also auch von den großen. Wenn wir uns auch ansehen, die großen Firmen arbeiten häufig mit zum Beispiel Adyen oder Worldpay zusammen. Mit Wirecard offiziell zugeben, zusammenzuarbeiten, gibt es fast keine großen Firmen, beziehungsweise immer nur in kleinen Art Modellprojekten. All das macht uns sehr, sehr vorsichtig. Aber natürlich hat die Börse anscheinend eine andere Meinung und Wirecard steigt auf 140 Euro die Aktie. Jetzt glaube ich aber nach diesem Video wird das deutlich, der Abwärtsdruck deutlich zunehmen. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich hoffe natürlich, dass letztendlich Privatanleger nicht darunter leiden werden und würde aber jedem nur raten, sich hier vorsichtig zu positionieren. Und Full Disclosure, ich bin nicht short und ich habe auch keine Call-Optionen bei Wirecard verkauft oder ähnliches. Und ich bin auch nicht long in der Aktie, sondern komplett praktisch unabhängig, damit ich hier unabhängig berichten kann. Denn ich glaube, hier geht es wirklich um Aktienkultur und darum, was Transparenz bedeutet, was es bedeutet, wirklich ordentlich mit einer Aktie umzugehen. Schauen wir uns nochmal an, wie das hier heißt. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt ist ja eben, wie gesagt, die Übernahme eines Financial Partners in Indien. Und KPMG, einer der größten der Big Four, die weltweit sehr, sehr viele Berater haben und sehr tiefe Einblicke ins Business, können hier nicht sagen, wer hinter dieser indischen Firma steht. Wirecard kann zu dieser Klärung auch nichts beitragen. Man weiß also nicht, wer diese indische Firma letztendlich verkauft hat. Und das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz heikle Geschichte, denn wenn man praktisch eine Financial Company hat und die kann nicht sagen, von wem sie wichtiges Asset abgekauft hat, dann ist es sehr, sehr fragwürdig. Und ihr wisst auch, wenn man sich die Bilanz von Wirecard ansieht, es gibt sehr, sehr viel Goodwill auf der Bilanz. Also sind diese Transaktionen, diese Käufe von anderen Firmen umso wichtiger. Und es gibt sogar so eine Art Kundenbeziehungen als aktivierte Wertgegenstand auf der Bilanz. Sowas gibt es bei fast keinem Payment Provider. Goodwill gibt es teilweise, aber dann auch sehr gut nachprüfbar bei den großen Konkurrenten oder großen Mitbewerbern in dem Bereich. Aber sowas wie Kundenbeziehung, das ist wiederum was ziemlich einmalig bei Wirecard auf der Bilanz steht. Und für mich ist es eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir hoffen weiterhin dazu beizutragen, objektiv hier Licht in den Dschungel zu bekommen und freuen uns auf eure Kommentare. Und wenn ihr eine andere Lesart habt, dann bitte auch diese Kommentare unten
in das Kommentarfeld. Wir freuen uns natürlich auf sehr angeregte Diskussionen, aber fundiert bitte mit Daten und Informationen, insbesondere von denen, die vielleicht bei den Big Four arbeiten oder die in Banken arbeiten und ein bisschen wissen, wie das mit Audits geht. Ich weiß, viele von euch wollen sich lieber persönlich bei uns melden und uns mit Informationen versorgen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber natürlich auch freuen wir uns auf Kommentare. Das war's für uns heute. Nochmal ein ganz, ganz herzlichen Dankeschön an Christian, der das tolle Intro gemacht hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.